From Sprout to Plant. Ein Harry Potter One-Shot, geschrieben von Fela. Gelesen von Mondniffler, Elaka, Stefan, Lovell Angel, Marlene und Potterreader. Ende Juli apparierte Pomona mit ihrem Koffer, einer Mappe voller botanischen Zeichnungen und der neuesten Ausgabe der Enklopädie Botanica nach Hogsmeade. Sie kannte das kleine Zaubererdorf aus ihrer eigenen Schulzeit gut. Und es fiel ihr leicht, sich in dem Labyrinth aus gepflasterten Steinen zurechtzufinden. Über eine Reihe schroffer Steinstufen erklomm sie die großbewachsenen Ländereien von Hogwarts. Als sie endlich in Hogwarts ankam, wo am nächsten Tag das neue Schuljahr beginnen sollte, machte sich die Aufregung in ihr breit. Das Schloss war ein prachtvoller großer Bau, der sie mit seinen vielen Türmen und Treppen immer wieder fasziniert hatte. Und doch konnte sie es kaum erwarten, endlich wieder die Gewächshäuser zu betreten, in denen sie selbst noch vor wenigen Jahren in Kräuterkunde unterrichtet worden war. Sie lief den Weg hinauf, der sie zum Eingangsportal von Hogwarts führte, stellte ihren Koffer auf den breiten Steinstufen vor dem gewaltigen Eichenportal ab und schlug den schweren Messingring des Türklopfers an. Nervös rückte sie ihren großen Spitzhut zurecht, während sie darauf wartete, dass man ihr öffnete. Sie besaß kaum ein Kleidungsstück ohne Grasflecken, aber für heute hatte sie sich von Madame Malkins eine neue Garderobe anfertigen lassen. Der Stoff ihrer gestärkten weißen Bluse war ungewohnt steif, aber sie mochte ihre neuen braunen Schnürstiefel und ihren Umhang, dessen Farbe sie an Haarmützenmoos erinnerte. Als sich die Tür schlussendlich öffnete, wurde sie von Professor Dippet empfangen. In ihrer Schulzeit hatte sie den Schulleiter immer nur zu den Mahlzeiten gesehen. Am Lehrertisch sitzend, mit langem strohweißen Haar und einer mit Draht eingefassten Brille auf der Nase. Es war das erste Mal, dass sie Professor Dippet gegenüberstand. Und sie war überrascht, dass er nicht viel größer war als sie selbst. Miss Bout, wie ich sehe, haben Sie den weiten Weg aus Cornwall hierher gefunden. Es ist schön, Sie bei uns zu haben. Hatten Sie eine angenehme Reise? Fragte er und blickte sie über seine Brillengläser hinweg an. Oh ja, danke. Sie müssen erschöpft sein. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Es ist zugegebenermaßen etwas klein, aber es liegt direkt neben der Küche und Ihrem ehemaligen Gemeinschaftsraum. Ich hatte gehofft, Ihnen die Eingewöhnung so ein wenig zu erleichtern. Professor Dippet hatte recht. Der Raum war tatsächlich klein. Sie betraten einen runden und gemütlichen Raum. Das Zimmer befand sich im Kellergeschoss des Schlosses und ähnelte den Räumen von Hufflepuff, in denen sie während ihrer eigenen Schulzeit gewohnt hatte. Abgesehen von einem schmalen Bett und einem Kleiderschrank war das Zimmer leer. Aber in ihrer Vorstellung sah sie sich bereits in ihren dicken, gepolsterten, sonnengelben Sessel sitzen, während die Sommersonne helle Flecken auf die honigfarbenen Holzdielen malte. Vielen Dank, Professor Dippet. Ich werde mich hier sicher sehr wohl fühlen. Wunderbar. Dann überlasse ich Sie jetzt dem Auspacken und Einrichten. Warum kommen Sie nicht gleich um 6 Uhr in die große Halle und lernen das restliche Kollegium kennen? Die Tür schloss sich hinter ihr. Einen Moment lang blieb sie regungslos stehen und atmete den Duft dieses alten Gebäudes ein, der nach all den Jahren noch so vertraut war. Obwohl sich das Zimmer unter der Erde befand, verfügte es zu ihrer großen Freude über ein magisches Fenster. Von dort aus hatte sie einen direkten Blick auf die Gärten und Gewächshäuser. Die Glasdächer der Gewächshäuser glitzerten im Sonnenlicht. Angrenzend geschützt durch ein einfaches Dach befanden sich mehrere Pflanzentische, auf denen bereits unzählige kleine Blumentöpfe auf Pomonas Setzlinge warteten. Es begann in ihren Fingerspitzen zu kribbeln und am liebsten hätte sie sofort mit den Vorbereitungen für die Unterrichtsstunde begonnen. Ich habe es geschafft. Ich bin wirklich hier. Eine Stunde später ging sie nach oben und bei der Vorstellung, ihrer neuen Kollegen zu begegnen, schlug ihr das Herz bis zum Hals. Es verunsicherte sie, dass ihre Kollegen viel erfahrener und weltgewandter waren, als sie es sein würde und bereits von ihren Schülern akzeptiert wurden. Doch dann holte sie tief Luft und betrat die große Halle, wo ihre neuen Kollegen bereits auf sie warteten. Als Professor Dippet sie entdeckte, klatschte er in die Hände und das Gemurmel der anderen Lehrer verebte. Ich möchte Ihnen unsere neue Lehrerin für Kräuterkunde vorstellen. Das ist Pomona Sprout. Sie hat kürzlich ihr Studium in Cornwall beendet und ich wünsche mir, dass wir sie in bester Hogwarts-Tradition
willkommen heißen. Scheu lächelte Pomona in die Runde und hob grüßend ihre Hand. Pomona, hierher rüber! Nun kommen Sie, seien Sie nicht so schüchtern! Dankbar, dem Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu entkommen, gesellte sich Pomona zu der großen jungen Frau. Unter ihrem Umhang trug sie einen Herrenanzug und nippte an ein Glas Feuerwhisky. Als sie Pomonas Blick bemerkte, deutete sie auf ihr Glas und fragte: Möchten Sie auch einen? Ja, gern, danke, antwortete Pomona, worauf vor ihr ebenfalls ein Glas erschien. Sie stieß mit der unbekannten Lehrerin an und nahm einen Schluck von ihrem Feuerwhisky. Sie wurde sich ein wenig Mut antrinken. Die Lehrerin streckte ihr die rechte Hand entgegen. Septima Vector, ich unterrichte Arithmetik. Freut mich, Sie kennenzulernen, erwiderte Pomona und schüttelte Septimas Hand. Froh, so schnell eine freundliche Gesprächspartnerin gefunden zu haben. Sie unterrichten also Kräuterkunde? Mein Arithmetikkurs wird immer nur von einer Handvoll Mädchen belegt und in ihren Unterrichtsstunden werden es vermutlich ebenso wenige sein. Mit ihrem Glas in der Hand deutete sie auf Pomona. Sie sollten sich besser daran gewöhnen, dass Scharen kleiner Jungs versuchen werden, ihren Unterricht mit magischen Scherzartikeln zu boykottieren. Oh je, ich werde mein Bestes tun. Pomona lächelte zaghaft. Diese Scherzartikel kenne ich noch gut aus meiner eigenen Schulzeit. Einmal hat mich ein fangzähniges Frisbee ziemlich übel in den Hintern gebissen. Diese Dinger sollten wirklich verboten werden, sagte sie und leerte ihr Glas. Septima lachte kurz und schallend und verschluckte sich fast an ihren Feuerwhisky. Doch nur Sekunden später wurde sie wieder ernst und lehnte sich vertrauensvoll zu Pomona. Das Traurige ist, Pomona, dass die Hälfte der Schüler unsere Wahlfächer nur belegt, weil ihre Vorfahren sie auch gewählt haben, sagte sie mit eindringlicher Stimme. Ich fürchte, diese Schule wird von viel zu vielen hochwohlgeborenen Söhnen und Enkelsöhnen reinblütiger Zauberfamilien besucht. Die meisten beenden die Schule schließlich mit einem Annehmbar, finden eine Stelle im Zaubereiministerium und kehren jeden Abend auf ihr Landgut zurück, wo sie ihre Hauselfen auf Trab halten. Ach, Septima, das gilt doch nicht für alle. Eine Frau mit glänzenden schwarzen Locken und großen, feilschen blauen Augen trat zu ihnen und musterte Pomona neugierig mit schiefgelegtem Kopf. Lass dich von ihr nicht ins Boxhorn jagen. Sie übertreibt immer maßlos. Ich bin übrigens Aurora Sinistra. Ich unterrichte Astronomie. Pomona Sprout, erwiderte sie lächelnd. Die junge Lehrerin war ihr auf Anhieb sympathisch. Also Pomona, sagte Septima, ohne weiter auf Aurora einzugehen. Ich bereite mal meine morgige Unterrichtsstunde vor. Sie stand auf und klopfte ihr freundschaftlich auf den Rücken. Doch ehe sie die große Halle verließ, wandte sie sich noch einmal um. Halte bei deiner ersten Stunde mit den Viertklässlern besser Ausschau nach Feuerwerkskörpern und Furzkissen vom jungen Filibuster. Also ehrlich. Aurora schüttelte den Kopf. Eigentlich sollten wir dir bei deiner Eingewöhnung helfen und dich nicht erschrecken. Am besten du schenkst Septima überhaupt keine Beachtung. Sie hat es immer noch nicht ganz überwunden, dass sie es war, die dem jungen Filibuster den entscheidenden Hinweis gegeben hat, wie er sein Feuerwerk wasserfest zaubern kann. Natürlich stimme ich ihr zu, dass einige dieser Scherzartikel aus Hogwarts verbannt werden sollten, aber ich verbringe meine Zeit viel lieber damit, die Sterne und Planeten zu erforschen und mich zu amüsieren. Das möchte ich auch, stimmte ihr Pomona zu und versuchte ein Lächeln hoffnungsvoller Zuversicht aufzusetzen. Du unterrichtest also auch noch nicht lange an Hogwarts? Ja, und trotz allem, was Septima über die Jungs sagt, die sich hier hin und wieder einen Scherz mit uns erlauben, macht mir das Unterrichten wirklich Spaß. Das mag allerdings auch damit zusammenhängen, dass ich in unserer Familie das einzige Mädchen unter drei Brüdern und somit einiges gewöhnt bin. Ich muss zugeben, dass ich mir bis jetzt noch nicht viele Gedanken über meine zukünftigen Schüler gemacht habe oder wie es sein wird, sie zu unterrichten. Pomona sah sich in der großen Halle um. Ich kann ja noch nicht mal glauben, dass ich tatsächlich wieder in Hogwarts leben werde. Aurora lachte. Ja, es ist auch surreal, als Lehrer in Hogwarts zu sein. Das ist eine ganz eigene Welt. Aber du wirst dich sicher bald einleben. Und jetzt sollten wir Horace unbedingt um ein Glas seines selbstgebrannten Holunderlikörs bitten. Es schmeckt einfach himmlisch.
Nachdem Pomona ihr zweites Glas Likör geleert hatte, breitete sich eine wohlige Wärme in ihr aus. Und die Nervosität, die sie den ganzen Abend begleitet hatte, fiel ein wenig von ihr ab. Guten Abend, Pomona. Wurde sie von einer schlanken, hochgewachsenen Frau begrüßt, die sie als Professor McGonagall kannte. Obwohl sie sich seit 6 Jahren ungefähr nicht mehr gesehen hatten, hatte sich ihre ehemalige Lehrerin für Verwandlung kaum verändert. Ich freue mich, dass Sie sich entschieden haben, unsere Schüler in Kräuterkunde zu unterrichten. Wir können uns glücklich schätzen, dass Sie ein Vorbild für unsere jungen Schüler und Schülerinnen sein werden. Vielen Dank, Professor McGonagall, sagte Pomona und errötete leicht. Minerva, meinen Sie nicht auch, dass Pomona sich ganz hervorragend hier in Hogwarts einleben wird? Aurora senkte ein wenig ihre Stimme. Ich befürchte, Septim hat sie mit ihrer Geschichte über das Filmbuster-Fiasko ein wenig verschreckt. Nun, auch für die Selbstbewussten unter uns war der erste Unterrichtstag eine einschüchternde Erfahrung. Aber lassen Sie mich eines sagen. Hogwarts ist eine der besten Zauberschulen der Welt. Und als Lehrerin ist es unsere Aufgabe, unseren Schülerinnen und Schülern die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie brauchen, um sich frei zu entfalten und einander in Zukunft als Gleichberechtigte zu begegnen. Sehen Sie es als eine Chance. Bei Minervas Worten schwand die Röte aus Pomonas erhitzten Wangen und sie wurde stattdessen ein wenig blass um die Nase. Nun aber zu etwas Angenehmerem, sagte Professor McGonagall und lächelte ihr aufmunternd zu. Ich bin sicher, dass Sie sich die Gärten ansehen wollen, solange es draußen noch hell ist. Deshalb überlassen wir Sie jetzt unserem Wildhüter Ock, der Sie durch die Gärten und Gewächshäuser führen wird, bevor die Schüler morgen ankommen. Aber vorher möchte ich das Glas auf unsere neue Lehrerin für Kräuterkunde, Pomona Sprout, erheben. Auf Pomona, sagte Aurora. Und obwohl sie immer noch ein wenig blass war, durchflutete Pomona eine wohlige Wärme. Denn sie wusste, dass sie nun Teil von etwas ganz Besonderem war.